Moin Moin und willkommen zurück zu Solar System Conflict. Ja, ich gucke mir den Rauch der Furnaces an, während, ach, jetzt ist er ausgestiegen, während der Kravum an seinem Raumschiff rumsteht. Ja, ich werde nämlich, also hallo erstmal, ich werde nämlich jetzt hier, ich habe da meine Sachen gepackt und ich verziehe mich jetzt hier. Ich habe nur noch mal eine Frage, wenn ich mich ins Raumschiff stelle, da habe ich links unten eine Anzeige, wo Shields steht. Wie kann ich das denn auffüllen, weil das ist ganz links. Gar nicht. Gar nicht. Gut. Gar nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht geht das jetzt inzwischen, aber eigentlich ging es nicht. Da ruckelt er sich in die Höhe. Ich ruckel? Ja, du ruckelst ein bisschen hier. Wie komme ich denn jetzt wieder in die richtige Position? So. Also da gibt es eine Taste für. Ich weiß nicht mehr, ob das alt war oder so. Rechts. An der rechten Seite hast du, glaube ich, die Beschreibung für was ist. Jetzt habe ich missgebaut hier, ey. Jo, das passiert. Oh. Es geht nicht kaputt. Nein. Du kannst es auch so fallen lassen. Jetzt habe ich die Kamera allerdings verstellt und die ist ganz schwer wieder richtig einzustellen. Dafür gibt es eine Taste. Ja, aber hä? Alt ist das, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Mit rechts der von dir. Herstellt. Mit der schaffe ich es aber gerade nicht, wieder das richtig einzustellen. Gibt da die Beschreibung Center Camera oder so ähnlich. Muss es da geben. Ui. Center X. Ah. Ja. Okay. Ich fliege mal ins All, ne? Ja, viel Spaß. Könnte ich, würde ich dir hinterher winken. Winke, winke, winke. Ich habe nur noch halb so viel Sprit. Ich werde gleich mal wieder landen, glaube ich. Interessanterweise, jetzt ist aber schon, waren deine Geräusche, sind deine Geräusche nicht leiser geworden, wenn du abgehoben hast. Echt? Hm. Okay, ich lande jetzt erstmal wieder, mach nochmal schon Sprit. Interessant, ich bin über der Pyramide rausgekommen. Achso, jetzt muss ich ja T drücken. War das nicht Ö? Hier rein und Start? Mist. Jetzt kann ich aber die ganze Insel mal überblicken, das ist ja auch mal schön. Ach, den Sprit stellt man ja in der Hosentasche her. Das habe ich ja komplett vergessen. Da hat man mal so 2 Wochen nicht gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir waren. Ey, siehst du mich am Himmel? Ach da, ich seh's. T drücken, dann kriegst du doch dein Symbol für dein Bändchen. So funktioniert das eigentlich nicht. Nee? Also ich höre. Ach, da sehe ich dich. Da fliegst du rum. Ich sammle mal Steinchen ein. Und Öl. So. Gut, müssen wir noch ein bisschen Benzin craften, wa? Mhm. Ich stell gerade schon welches her. Steinchen. Steinchen. Jetzt war ich mal im Weltall. Und war spannend. Ja, ich habe auch den Mond gesehen. Ich finde ein bisschen schade, dass man den so vom Planeten aus nicht sehen kann. Hm. Obwohl, da habe ich, glaube ich, noch nie nachgeguckt, ob man den Mond von hier aus sehen kann. Achso, wir sehen ja auch keine Nacht mehr. Wenn ich mir Sauerstoff mitnehme? Ja, Sauerstoff und Batterien solltest du auf jeden Fall mitnehmen, wenn du auf dem Mond oder auf dem Planet herumspazieren möchtest. Okay. Du verbrauchst nicht viel, aber ein bisschen was. Soll ich dir Sauerstoff hier lassen? Nee, das wird noch dauern, bis ich meine 500 Barren zusammen habe. Und ich habe jetzt erstmal 800 Sprit in Crafting. Ich lasse dir vorsichtshalber was hier. Vorsichtshalber? Dein Teil. Na gut, dann brauche ich keinen Oxygen-Generator setzen oder so.
Naja, wir haben insgesamt haben wir etwas über 50 nur. Von daher würde es trotzdem Sinn machen. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber wirklich bei meinen Ausflügen habe ich nur 2 oder 3 Flaschen Sauerstoff, glaube ich, verbraucht und ebenso Batterien. Okay. Also das war wirklich sehr sparsam. So, gleich fliegen wir zum Mond. Zum Mond und noch viel, viel weiter. Ja, also sollte bis jetzt schon jemand das Rätsel, was wir in der letzten Folge gestellt haben, geknackt haben, wundert euch nicht, dass wir das noch nicht erwähnen. Das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Logischerweise können wir da jetzt noch nicht drauf reagieren. Aber trotzdem schon mal herzlichen Glückwunsch, falls es jemand geknackt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nur Ich nicht muss wer. gestehen, ich habe nie darüber nachgedacht, den Herrschaften im Video zu gratulieren, die die Keys gewonnen haben. Oh, was? Das war fatal, Unfassbar. Fehler. Ja. Das ist unglaublich. Also an dieser Sowas Stelle hätte ich nicht herzlichen sehen können. Glückwunsch für die ersten 3 Gewinner. Ja, weißt du noch, wie sie hießen zufällig? Das war der Herr Schmidt, der Andreas und Sulfunur. Den Namen weiß ich leider nicht mehr genau aus dem Kopf. Ja, auch von mir einen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Bist du schon mal zur Sonne geflogen? Mist, Moment, ich glaube, der Andreas hat. Jetzt komme ich wirklich durcheinander. Ich glaube, der hat den Pirates Live Key gewonnen. Ja, trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ja, trotzdem herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das ist eine Beule dahin. Momentchen, das müsste ja so gehen. Ich habe gerade kurz getappt. Hast du schon mal so eine Beule hier so gefunden irgendwie? Eine Beule? Oder Ach, ist das eine Sonne? eine Beule. Natürlich eine. Ach, Achso, nee, die das war ein Beule. Lichteffekt anscheinend. Ich flieg zum Mars, ne? Ah. Ja, flieg du mal zum Mars. Und an dieser Stelle nochmal Korrektur. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Andreas, an Sulf. Jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Sulan vor und Herrn Schmidt für Solar System Conflict Key Gewinnung. Und an Terran für Pirates Live. So, jetzt haben wir es aber. Oh, der gute Terraum, ne? Dein Triebwerk nervt. Hörst du das immer noch? Ja, Das ist und witzig. nicht gerade leise. Schon fast beim Mars. Ja, offensichtlich überträgt das All exzellent Schall. Ja. Ist halt doch eher ein Star Wars Setting. Achso, siehst du, das war, muss ich auch korrigieren. Folge Nummer 8 war das, glaube ich, wo ich zum ersten Mal die Drohne entdeckt und ausgepackt habe. Ja, Roger Roger stammt selbstverständlich nicht aus Buck Rogers, das war das BDBD, woran ich mich erinnerte, sondern das Roger Roger stammt ja aus Star Wars von Wars. den Droiden. Genau. Genauso wie. Oh. Aber hat die AA gemacht? Ich glaube Ja. ja. Okay. Ich fand die nervig. Also die Druiden an sich nicht, aber das Gelaber. Ja, ging so. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass da auf sehr viel albernen Humor gesetzt wurde. Ja. Also ich denke, da ist definitiv Jar Jar Binks der Oberhasscharakter bei den meisten Leuten. Und die Droiden, ja, die haben. Ich weiß nicht, also ich kann mir keine Droiden so vorstellen. Nee. Das ist ja Slapstick gewesen. Normalerweise bräuchten die untereinander eigentlich gar nicht reden. Aber offensichtlich hat man in der Zukunft verlernt, wie man WLAN aufbaut und darüber kommuniziert. Ja, spannend. Ah, nee, ich dachte gerade, ich schlage auf dem Mars auf. Oh, hast du auf dem Mars schon mal Gebäude gefunden? Ja, das habe ich dir auch erzählt, bevor wir angefangen haben mit den Nein. Aufnahmesessions. Doch. So ein Quatsch. Dann würde ich mich ja daran erinnern. Natürlich würdest du das, das ist selbstverständlich. Laufen Ich hier auch höre übrigens, Tiere wie du rum? landest. Nein, ich habe nicht ein Lebewesen dort gefunden.
Aber ich weiß ja nicht, wie es jetzt nach dem letzten Patch ist. Ich sehe nur ein Gerippe, deswegen frage ich. Ja, zu dem Gerippe hatte ich auch Spekulationen angestellt, aber das war es dann. Hast du mir auch erzählt, ne? Nee, das habe ich dir nicht erzählt. Du musst ja nicht alles wissen. So, guten Tag, liebe Marsmenschen. Und herzlichen Dank, dass du das Triebwerk abgestellt hast. Kein Problem. So, kann man das hier abbauen? Nein, das sieht einfach nur hässlich aus. Gab es nicht auf dem Mars irgendwas, was man abbauen muss, was man braucht für das andere Raumschiff? Uran. Das sind grüne Kristalle, die rumstehen. Okay. Und ich vermute nur, dass sie fürs andere Raumschiff gedacht sind. Ditte weiß ich ja nicht mit Sicherheit, aber dazu spielen wir das Spiel ja, um das rauszufinden, um sowas zu testen. Hä? Hier sind Gebäude mit Konsolen dran und so ein Kram. Ich finde das klasse, ich finde das echt klasse. Was denn? Als ich das erste Mal da war, habe ich mich auch darüber gewundert. Diese primitiven Hütten und dann eine kleine Computerkonsole da dran. Ich finde das geil. Oh, herrlich. Aber ich sehe hier keine grünen Kristalle. Und hier ist ein Wurm. Hier ist so ein Dune-Wurm, ein klein. Erlebt ihr? Ja. Und er explodiert, cool, wenn man ihn tötet. Cool. Ist doch noch ein Lebewesen hingekommen. Hat er verloren? Der hat grünen Schleim. Ich habe Schleim. Ich gratuliere dir zu deinem grünen Schleim. Dankeschön. Habe ich vergessen, auf Start zu drücken. Hast du die Explosion eigentlich gehört? Nee. Okay. Nee. Ich höre offensichtlich nur deine Triebwerke. Bei mir wird jetzt Nacht. Ist das bei dir auch so? Nee, ich habe Tag. Okay. Achso, ich kann ja mal eben... Duranium-Ohr habe ich. Ja. Ist bei dir Tag geworden oder immer noch Nacht? Ist immer noch Nacht. Dann bist du unabhängig von meinem Make-A-Day. Das finde ich cool. Dann bitte, renn doch in der Nacht herum. Nein, ich finde es cool, dass das Spiel das so macht. Achso. Jupp. Oh, ich, hoffentlich, jetzt habe ich ja gar keinen Tracker für mein Raumschiff, ne? Ja, du musst dir merken, wo du es abgestellt hast. Ist wie mit deinem Auto. Ah, das ist auch manchmal schwer. Okay, ich glaube, ich werde gleich mal wieder umdrehen. Warum? Damit ich mein Raumschiff wiederfinde. Ach, jetzt sehe ich gerade, ich habe das Craften der Benzinkanister abgebrochen. Upsi. 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 Ah, ich könnte auch nochmal wieder was craften hier eigentlich. Oder habe ich das auch abgebrochen? Nee, kann nicht sein. Ein bisschen Munition hätte ich mir noch machen können. Habe ich natürlich nicht. Hast du natürlich nicht. Nein, nein. Da da diada, da da diada, da diada, da da da. Oh, ich will, dass jeder Tag wird. Aber weißt du, wie viele Leute auf einen Server kommen? Ich glaube 50 oder so hatte ich gelesen, ne? Das weiß ich nicht. Habe ich mich nicht drüber informiert. Stell mir vor, wenn das Spiel dann richtig gut läuft sozusagen und alle das richtig gut spielen können. Und dann stell mir vor, du machst so zwei Fraktionen auf verschiedenen Planeten und man startet von da aus richtig so Angriffe. Mhm. Wenn man so ein bisschen PvP-mäßig spielen möchte. Ja, könnte durchaus interessant sein. Mhm. Tja, hier ist ja eine Menge los, ne?
Maß. Ja, ist nicht so viel, ne? Kräftest du dir denn auch schon ein Flugzeug, ein Raumschiff? Dazu fehlen mir die Eisenbahnen. Komisch. Annähernd. Also reichlich, so ziemlich alle fehlen. Ich würde hier auch gerne eine Fahne im Boden stecken. Krabumbos hier und hat Claimed this planet. Yes. Ich bin nämlich an den Planeten hochgeklettert. Ja. Bei kürzlich erwähntem Spiel, dessen Namen ich ja nicht nenne, kann man eine Flagge hinsetzen, um seinen Bereich zu markieren. Ja. Das ist ein kleiner Schritt für einen Krabum, aber ein großer für den Zwilger. Guck dich mal um, da sind irgendwo meine Fußspuren schon. Nö. Ne? Nö. Dann wirst du vielleicht nächster Folge mal genauer hinschauen müssen. Wenn es wieder heißt, ich weiß nicht, wie Wenn die es wieder Folge heißt, heißt. entschuldige. Gut. Also, wenn ihr wissen wollt, was es auf dem Mars noch zu holen gibt und wenn ihr wissen wollt, wie es auf dem Mond aussieht, dann schaltet doch nochmal ein, wenn es wieder heißt, Mondtours und Mars-Tours. Oh, ich kann diese Abmoderation nicht mehr ab. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mit uns das hier zusammen erlebt und vielleicht nochmal einen Key gewinnt. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.